Es ist knapp 10 Monate her, da sah die Senftenberger Straße 21 noch so aus. Einst stand hier noch ein Altbau aus den 30er Jahren. Retten konnte man den nicht mehr. Die Gebäudewirtschaft Cottbus macht aus alt nun neu. Im vergangenen Mai legte man dafür den Grundstein. Aktuell ist man kurz vor der Fertigstellung. Die Gebäudewirtschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, 16 neue und zeitgemäße Wohnungen zu schaffen. Mit den modernen 2-, 3- und 4-Raumwohnungen von 60 bis 110 Quadratmetern für Familien, junge Paare, Senioren oder Singles vereint der Neubau verschiedene Lebensstile unter einem Dach. Wir haben sehr hochwertige Fenster, um eben Lärm draußen zu behalten. Wir haben aber auch eine gute Wärmedämmung hier zu erzielen. Wir arbeiten hier in einem sehr niedrigen Energiebereich. Wir haben hier berechnet, dass wir ca. 42 Kilowattstunden nur pro Quadratmeter pro Jahr haben werden. Wir haben massive Türen. Sie haben gesehen, dass wir hier mit Stahlrahmen arbeiten und Holztüren. Wir haben hochwertige Materialien im Fußboden. Der Grundriss ist hochwertig. Wir haben teilweise separate Räume für Waschmaschinen und Trockner. Und Gäste-WCs bei den großen Wohnungen, sodass wir haben für jede Wohnung einen Stellplatz hier direkt auf dem Grundstück, Keller, Abstellboxen, Fahrradabstellräume, aber drin wie draußen. Also insgesamt alles, was heute ein modernes Wohnen ausmacht. Einige der Wohnungen sind schon vergeben. Wer noch eine ergattern möchte, konnte am Wochenende vorbeischauen und sich mit eigenen Augen überzeugen. Die GWC machte die Baustelle kurzerhand zur Schaustelle. 2 Tage lang konnten die verschiedenen Wohnungstypen besichtigt werden. Eine Gelegenheit, die sich auch Angela Hünger und Uwe Kage nicht entgehen lassen wollten. Sie sind derzeit auf Wohnungssuche. Ja, mir gefällt überhaupt, dass hier ein Haus entsteht, weil das war ja vorher doch nicht so eine tolle Ecke. Ja, also die Wohnung an sich, Grundschnitt, nicht ganz so verkehrt. Mir gefällt sehr gut die Elektrik. Also die ist sehr umfassend gebaut, das erlebt man heutzutage auch ganz anders, obwohl die Häuser modern und auch teuer gebaut werden. Aber das ist sehr, also bei mir positiv hängen geblieben. Ja, also die Wohnung ist für unsere Begriffe großzügig geschnitten, auch von der Anordnung her, der Räumlichkeiten. Gefällt es uns gut. Wer sich zeitig für eine der neuen Wohnungen entscheidet, hat sogar noch Mitspracherecht. Die Mieter dürfen in Teilbereichen mitbestimmen, um ihre Wohnung individuell auszustatten. Alle Wohnungen haben eine Bodenheizung und einen Balkon. Zudem sind sie barrierearm. Auch die Lage sorgt für kurze Wege. Die Senftenberger Straße hat klare Lagevorteile. Die unmittelbare Lage am Krankenhaus, was jetzt auch laufend modernisiert wird, die unmittelbare Lage am Bahnhof. Wir haben also alle medizinischen Einrichtungen hier in der Gegend. Wir können einkaufen, wir haben Kindergärten, Schulen in unmittelbarer Nähe, sodass das für die Familie hier beste Voraussetzungen sind, um eine neue Wohnung zu beziehen. Knapp 3,8 Millionen Euro investiert die GWC in den Neubau. Im Juni können hier schon die ersten Mieter einziehen.